Die Corona-Zahlen, ein weiterer vielversprechender Impfstoff und ein Paukenschlag bei den Wiener Grünen. Das sind unsere Themen. Hallo und herzlich willkommen bei Ihren Krone-News heute am Montag, den 16. November. Wir starten auch diese Woche wieder mit den Corona-Zahlen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden waren es österreichweit 4.657 Corona-Neuinfektionen. Die meisten Neuinfektionen waren es in Niederösterreich mit mehr als 1.000. Es folgen Oberösterreich, Tirol, Wien und Salzburg. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen ist also geringer als noch zuletzt. Am Wochenende werden aber auch allgemein weniger Neuinfektionen gemeldet. Wirklich bedenklich sind derzeit die Zahl der Krankenhaus- und Intensivpatienten, denn unsere Krankenhäuser sind an der Grenze angelangt. Es sind derzeit knapp 4.300 Betroffene, die in Spitälern behandelt werden, und 612 Menschen auf einer Intensivstation. Das sind mehr als 100 zusätzliche Aufnahmen in den vergangenen 24 Stunden. Österreichweit gibt es seit Beginn der Pandemie 1.887 Todesfälle. Und wir starten mit morgen Dienstag 0 Uhr in den zweiten harten Lockdown. Nach dem Lockdown will Österreich mit Massentests starten, wie in der Slowakei, die es mit dieser Strategie geschafft hat, ihre 7-Tages-Inzidenz deutlich zu verringern. Immer nur freiwillig, wie das Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen betont. Die Corona-Patienten an den Spitälern werden weiterhin mehr. Aktuell stieg die Zahl der Intensivpatienten von 600 auf 612 Erkrankte, berichtete Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Montag. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Die Spitäler sind auch sehr, sehr gut aufgestellt, haben sich auch für eine zweite Welle sehr intensiv vorbereitet. Aber das beste System der Welt kann an seine Grenzen stoßen. Und wir nähern uns jetzt diesen Grenzen im gesamten Gesundheitssystem, auch in den Spitälern. Das Plateau an den Intensivstationen wird für den 20. bis 27. November erwartet. Und das erklärte Ziel ist, dass wir die Kapazitätsgrenzen nicht überschreiten. Aber es kann eng werden, es ist ein Wettlauf mit der Zeit zwischen Wirksamkeit der Maßnahmen und den Kapazitäten in den Spitälern. In dieser Situation sei es nun besonders wichtig, die Stopp-Corona-App zu nutzen, so der neuerliche Appell am letzten Tag vor dem Lockdown. Insgesamt kann ich nur an alle appellieren, halten Sie Abstand, tragen Sie Maske, insbesondere in geschlossenen Räumen, lüften Sie dort regelmäßig. Eines der Hauptansteckungsmöglichkeiten sind geschlossene Räume. Achten Sie auf die Händehygiene, waschen Sie regelmäßig Ihre Hände und achten Sie insbesondere auf Ihr Umfeld, auf Ihre Liebsten. Laden Sie bitte die Stopp-Corona-App hinunter. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Phase nach dem Lockdown ab 7. Dezember. Zum einen soll der Schutz von älteren Menschen deutlich ausgebaut werden, das Contact-Tracing massiv verstärkt werden und Massentests vorbereitet werden. Derzeit sind wir mit internationalen Experten in Abstimmung, weil es drei Potenziale sozusagen gibt. Und der Weg wird in dieser Woche im Detail fixiert. Ein Potenzial und eine Zielorientierung könnte sein, Zielgruppen ausgehend von diesen Alten- und Pflegeheimen massiv auszubauen. Eine Möglichkeit, die zweite, und die kann man unter Umständen auch mit der ersten verschneiden, ist regionale Schwerpunkte zu setzen. Und der dritte Bereich ist eben sehr stark in die Fläche zu gehen. Anschober pocht bei den im Dezember geplanten Massentests, ähnlich wie in der Slowakei, auf Freiwilligkeit. Im weltweiten Rennen um einen Coronavirus-Impfstoff hat ein weiteres Forschungsprojekt einen entscheidenden Erfolg gemeldet. Der Impfstoff des US-Biotech-Konzerns Moderna zeigt in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5% beim Schutz vor Covid-19. Die Firma will in den kommenden Wochen eine Notfallgenehmigung beantragen. Es ist der zweite große US-Pharmakonzern, der innerhalb einer Woche positive Daten vorlegt. BioNTech und der Partner Pfizer waren ja bereits soweit. Aber gegenüber von dem Vakzin von BioNTech-Pfizer punktet dieser Impfstoff von Moderna mit Haltbarkeitsvorteilen. Er benötigt nämlich keine ultrakalte Lagerung und kann daher einfacher ausgeliefert werden. Moderna erwartet, dass er bei normalen Kühlschranktemperaturen von 2 bis 8 Grad Celsius 30 Tage lang stabil ist und bei minus 20 Grad bis zu einem halben Jahr lang gelagert werden kann.
Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer muss dagegen bei minus 70 Grad versendet und gelagert werden. Bei normalen Kühlschranktemperaturen ist er nur 5 Tage lang verwendbar. Dadurch ergeben sich große logistische Herausforderungen. Von Corona zur Wiener Stadtpolitik. Die Koalition in Wien ist ausverhandelt. Rot-Pink startet. Erster gemeinsamer Auftritt von Bürgermeister Michael Ludwig und Neos-Obmann Christoph Wiederkehr nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen in Wien. Die beiden Parteichefs haben Montagvormittag die ersten Schwerpunkte der künftigen rot-pinken Rathauskoalition präsentiert, nachdem sie am Sonntag ihre fast dreiwöchigen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen haben. Sie wissen, dass es mir wichtig war, nach dem 11. Oktober, nach der Landtags-, Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl sehr schnell zu einer stabilen Stadtregierung zu kommen. Ich habe unmittelbar nach der Wahl auch die Themenschwerpunkte festgelegt, die mir wichtig sind und die ich auch bei den Sondierungsgesprächen eingebracht habe. Das ist ein stabiles Gesundheitssystem, gerade jetzt in der Corona-Krise. Das sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft, insbesondere auch auf Klein- und Mittelbetriebe. Das ist die Stabilisierung des Arbeitsmarktes, das ist Bildung. Das sind aber auch Themen wie leistbarer Wohnraum und gerade im Spannungsfeld zwischen der Herausforderung, auch in Zukunft eine weltoffene Stadt zu sein, aber einen besonderen Schwerpunkt zu legen auf die Interessen der Wiener Bevölkerung. Ich habe das immer mit dem Wien-Bonus in Verbindung gebracht. War mir wichtig, in diesen Sondierungsgesprächen zu schauen, mit welcher Partei wir ein gemeinsames Zukunfts-, ein Fortschrittsprogramm entwickeln können. Und es hat sich herausgestellt, dass wir gemeinsam mit den NEOS hier sehr viele Übereinstimmungen gefunden haben und dass wir die Tür aufmachen können für die erste sozialliberale Koalition, die es in Österreich gibt. Das ist, wie ich meine, ein besonderes Zeichen, dass das gerade in der Bundeshauptstadt gesetzt wird. Ich bin sicher, das wird Nachahmer finden. Christoph Wiederkehr wurde von Ludwig bereits als designierter Vizebürgermeister angesprochen. Ich darf das Wort jetzt weitergeben an den designierten Vizebürgermeister und freue mich schon sehr auf die gute Zusammenarbeit. Wiederkehr sprach von guten Koalitionsverhandlungen. Verhandlungen auf Augenhöhe, wo wir vor allem eins festgestellt haben, wir haben gemeinsame Ideen, wir haben gemeinsame Visionen für die Zukunft und vor allem wir bringen beide sehr viel Zukunftskompetenz auch mit für die anstehenden Probleme, die es auch gibt. Und ich danke da vor allem auch für die fairen und guten Verhandlungen auf Augenhöhe, die auch sehr schnell waren, obwohl wir sehr gewissenhaft und tiefgehend auch verhandelt haben. Das wird man beim Programm dann sehen. Es ist wirklich ein großer Wurf geworden mit sehr, sehr vielen auch konkreten Maßnahmen. Und wir haben es geschafft, innerhalb von nur 18 Tagen ein so umfassendes Programm auch gemeinsam zu verhandeln. Es waren zwar über 35 Verhandlungsgruppen, aber alle diese Gruppen waren geprägt auch von einem Gemeinschaftsgefühl, auch von einem Vertrauen und von der Gewissheit, dass wir die Probleme, denen wir gegenüberstehen, auch mit dieser Koalition auch eine Antwort finden werden. Es war wichtig, dass wir diese Übereinstimmungen in den Vordergrund gerückt haben, natürlich auch darüber gesprochen haben, wo sich unsere Parteien unterscheiden. Und da gibt es natürlich auch vieles, das soll man gar nicht verschweigen, dass wir unterschiedliche Parteien sind, die auch verschiedene Zielgruppen in der Gesellschaft abdecken, dass wir aber ein sehr modernes, ein sehr gutes Programm gemeinsam verfasst haben. Angekündigt wurden etwa Investitionen in den Arbeitsmarkt und die Bildung. So sollen Klein- und Mittelbetriebe unterstützt und die Joboffensive 50+ weiter ausgebaut werden. Im Schulbereich wird neben dem Ausbau von Ganztagsstandorten eine Aufstockung des Personals versprochen. Rot-Pink beabsichtigt weiters den Ausbau von Primärversorgungszentren im Gesundheitsbereich und den Bau von 1500 neuen Gemeindebauwohnungen. Das heißt, eine weltoffene Metropole, die den sozialen Zusammenhalt in den Vordergrund rückt und vor allem zeigt, dass wir auch innerhalb einer Koalition miteinander arbeiten wollen und uns da nicht wechselseitig blockieren wollen, dass wir die Verhandlungen auf Augenhöhe geführt haben und so werden wir auch die Koalition führen. Und es waren nicht nur inhaltlich, sondern auch atmosphärisch sehr, sehr gute Gespräche, die mich optimistisch stimmen, dass das eine sehr gut funktionierende Koalition sein wird. Welches Ressort Wiederkehr erhält, wurde vorerst noch nicht offiziell verkündet.
Die Grünen sind also nicht mehr in der Stadtregierung und es hat auch schon den ersten Paukenschlag in der Partei gegeben. Judith Püringer und Peter Kraus wurden heute am Montag mit einer klaren Mehrheit zu den neuen nicht amtsführenden Stadträten gewählt. Und es wurde David Ellensohn in seiner Rolle als Clubobmann klar bestätigt. Parteichefin Birgit Hebein hatte ebenfalls kandidiert, wurde aber nicht gewählt. Das heißt, sie muss ihren Posten als Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin räumen. Im künftigen grünen Club spielt sie keine Rolle mehr. Hebein hat die Entscheidung des Clubs zur Kenntnis genommen. Sie ist noch bis Ende 2021 als Parteichefin gewählt. Sie könnte aber durch einen freiwilligen Rückzug vorher den Weg für eine Nachfolge freimachen. Das Skurrile an der ganzen Sache, die Grünen haben bei der Wien-Wahl im Oktober mit 14,8% eigentlich ihr bisher bestes Ergebnis mit der Spitzenkandidatin Birgit Hebein erzielt. Das waren soweit die großen Schlagzeilen des Tages. Wir halten Sie selbstverständlich auch während des Lockdowns täglich am Laufenden und zwar mit einer täglichen Sondersendung, in der wir alle Infos, Tipps und Unterhaltung packen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bleiben Sie gesund. Bis bald und auf Wiedersehen. Boom, 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 boom.